Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Dass US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus ausgerechnet vor dem russischen Außenminister über Erkenntnisse seiner Geheimdienste plauderte, das finden viele in Amerika nicht komisch. In Russland dagegen konnte sich Präsident Putin heute ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen. Er bot an, das Gesprächsprotokoll dieser Unterredung zu veröffentlichen. Daraus gehe nämlich hervor, dass Trump keine Geheimnisse verraten habe. Jedenfalls keine, so der Subtext, die die Russen nicht ohnehin schon kannten. Das ist eine lausbübisch verpackte Demütigung. Diese Trump-Episode wird allerdings schon von einer neuen in den Schatten gestellt. Der US-Präsident soll versucht haben, die Justiz zu beeinflussen. Angeblich legte Trump im Februar dem FBI nahe, doch bitte nicht weiter gegen einen hochrangigen Sicherheitsberater zu ermitteln, der tags zuvor wegen dubioser Russland-Kontakte zurückgetreten war. Wenn das bewiesen wäre, hätte Amerika eine Staatsaffäre. Stefan Niemann. Die sofortige Amtsenthebung des Präsidenten fordern diese Demonstranten vor der Akademie der Küstenwache in New London, Connecticut. Aber auch ein paar Trump-Fans zeigen Flagge beim ersten öffentlichen Auftritt ihres Idols nach neuen Vorwürfen über möglichen Machtmissbrauch. Trump scheint den Termin fernab von Washington zu genießen. Ein Ehrensalut für den Mann, dessen Integrität inzwischen immer lauter angezweifelt wird. In seiner Rede vor den Kadetten präsentiert er sich als von der Presse gnadenlos Verfolgter. Look at the way I've been treated lately. Especially by the media. Schaut euch an, wie ich gerade behandelt werde, vor allem von den Medien. Kein Politiker in der Geschichte, und ich sage das aus tiefster Überzeugung, ist je unfairer behandelt worden. Or more unfairly. Der Zorn des Präsidenten richtet sich heute gegen die New York Times. Sie hat zuerst von einem Gedächtnisprotokoll berichtet, das FBI-Direktor Comey im Februar nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Trump verfasst hatte. Demnach soll der Präsident Comey gedrängt haben, die Ermittlungen gegen den damaligen Sicherheitsberater Flynn wegen dessen Russland-Verbindungen einzustellen. Flynn sei ein guter Kerl. Sollte das Memo des am 9. Mai fristlos gefeuerten FBI-Chefs stimmen, könnte der Präsident versucht haben, die Justiz zu behindern. Das Weiße Haus dementiert, Trump habe nie darum gebeten, Ermittlungen zu stoppen. Die Opposition im Kongress fordert nun vehement eine unabhängige Untersuchungskommission zu möglichen Verfehlungen der Trump-Regierung. Ich will alle Dokumente zu diesem Treffen sehen. Ich will es von Comey selbst hören. Dann werden wir überparteilich daran arbeiten und versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Auch die Republikaner reagieren heute auf den wachsenden öffentlichen Druck. Sie laden den von Trump geschassten FBI-Chef für kommende Woche zu einer Anhörung ein. Jetzt ist die Zeit, alle sachdienlichen Informationen zu sammeln. Unser Job ist, verantwortlich und nur darauf konzentriert zu sein, die Fakten zu finden. Dabei will auch Putin helfen. Genüsslich kommentiert Russlands Präsident die Aufregung um seinen Amtskollegen. Es ist politische Schizophrenie, die sich in den USA breitmacht. Anders kann ich mir die Vorwürfe, dass Trump im Gespräch mit unserem Außenminister Geheimnisse verrät, nicht erklären. Dann bietet der Kreml-Herrscher sogar an, den Amerikanern die russischen Gesprächsprotokolle zur Verfügung zu stellen. Das dürfte in den USA niemand witzig finden. Präsident Trump hat seine Verteidigungsstrategie vor den Kadetten schon angekündigt. Ich kann euch einen Rat geben. Im Laufe eures Lebens werdet ihr feststellen, dass Dinge nicht immer fair sind. Aber ihr müsst dann euren Kopf einziehen und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Fight, fight, fight. Mit dem vielsagenden Appell, niemals aufzugeben, kehrt der Präsident zurück ins krisengeschüttelte Washington. Und dort sitzt jetzt Ina Ruck für uns. Ina, wie reagiert man in Washington auf die russische Schadenfreude von heute? Gar nicht bislang. Der Sprecher von Trump ist heute gefragt worden. Er hat das nicht kommentiert, hat nichts dazu gesagt. Ich denke auch, das Angebot von Putin ist sicher eher ein rhetorisches gewesen, denn ein ernst gemeintes. Was soll das Weiße Haus dazu auch sagen? Putin redet von einer Mitschrift. Die kann es theoretisch nur geben, wenn auch mitgeschnitten wurde. Wenn also zum Beispiel Lavrov ein Mikrofon in der Tasche gehabt hätte, das wäre tatsächlich ein Skandal. Also ich glaube, hier ist es eher eine Provokation, die das Weiße Haus nicht kommentiert. Aber es lässt das Weiße Haus überhaupt nicht gut aussehen.
Nun wird in den amerikanischen Medien ja bereits über ein Amtsenthebungsverfahren offen diskutiert. Wie weit ist Trump davon entfernt? Er war einem Amtsenthebungsverfahren, glaube ich, noch nie so nah. Und dennoch ist er immer noch sehr weit davon entfernt. Denn so etwas muss initiiert werden vom Repräsentantenhaus. Das aber ist fest in der Hand der Republikaner. Die Republikaner haben eine Basis, eine Wählerbasis, die immer noch fest zu Trump steht. Die neuesten Zahlen sind, aller Umfragen sind 39,9%, also knapp 40%, die Trump immer noch gut finden. Da traut sich kaum ein Republikaner vor. Die nächsten Kongresswahlen sind ja bald schon wieder. Und dann braucht man für so ein Amtsenthebungsverfahren auch einen handfesten Rechtsbruch. Der muss nachgewiesen werden. Comey soll jetzt vor dem Senat aussagen. Ob er dann das wiederholt, was da angeblich in dem Memo steht, muss man sehen. Aber selbst wenn er es tut, steht Aussage gegen Aussage. Das ist noch kein Beweis. Danke, Ina Ruck nach Washington. Und den täglichen Trump und die Eskapaden des US-Präsidenten kommentiert nun Volker Steinhoff vom Norddeutschen Rundfunk. Viele fragen sich ungläubig, ist der noch ganz dicht? Die Frage finde ich langweilig, irgendwie Wohlfall. Viel spannender ist, warum sagt Donald Trump neuerdings so oft die Wahrheit? Etwa zum Vorwurf, er habe dem russischen Außenminister Geheimdiensterkenntnisse zum IS ausgeplaudert. Während sein Umfeld noch kräftig dementierte, bestätigte Trump selbst kurz darauf per Twitter den Vorwurf. Ja, das sei doch sein gutes Recht. Das gleiche Spiel bei der Frage, warum der Präsident den FBI-Direktor gefeuert habe. Zunächst Abwiegeln aus dem Weißen Haus. Nein, das habe überhaupt nichts mit der Russland-Untersuchung zu tun. Dann Trump. Klar ging es um diese Sache mit Russland. Und daraus, dass er wohl heimlich Tonbänder laufen lässt, macht Trump gar nicht erst ein Geheimnis. Das war bei Präsident Nixon noch anders. Warum also diese Ehrlichkeit, die Trump doch belastet, die sogar zu einem Amtsenthebungsverfahren führen könnte, wie manche meinen? Bei den meisten neuen Skandalen geht es um Trumps angebliche Russland-Connection. Da gibt es sehr viel Rauch, aber noch kein Feuer. Trumps Anhänger halten dieses angebliche Russia-Gate für eine Erfindung seiner Gegner und stehen immer noch hinter ihm, nach letzten Umfragen zu etwa 80%. Sie lieben seine klaren Worte. Und solange das so ist, werden sich die Republikaner im Kongress hüten, Trump zu stürzen. Denn schließlich wollen auch sie wieder gewählt werden. Trumps neue Ehrlichkeit, vielleicht überraschend, aber durchaus nicht irre. Volker Steinhoff kommentierte. Als die Polizei Ende Dezember mit diesem Foto nach dem Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri fahndete, da war der Islamist den Ermittlungsbehörden längst bekannt. Als Drogendealer, der allerdings mit so kleinen Mengen gehandelt hatte, dass es für eine Festnahme nicht reichte. Doch das scheint nicht zu stimmen. Der Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin hätte offenbar sehr wohl verhaftet werden können, weil er nämlich im großen Stil mit Drogen handelte. Und die Polizei wusste nicht nur davon, sie soll sogar im Nachhinein Dokumente gefälscht haben, um ihr Versagen zu vertuschen. Jogol und Susanne Opalka berichten. Berlin am Nachmittag. Ein schwerer Gang für Innensenator Andreas Geisel. Er verkündet eine Nachricht, die es in sich hat. Denn sie widerspricht bisherigen Bekundungen der Berliner Polizeiführung im Fall Amri. Offenbar schon Wochen vor dem Terroranschlag hätte die Berliner Polizei alle rechtlichen Möglichkeiten gehabt, den späteren Terroristen aus dem Verkehr zu ziehen. Ich weiß, dass diese Nachricht tatsächlich bedrückend ist und nochmal ein ganz neues Licht auf diesen Anschlag wirft. Um es klar zu sagen, auf dieser Basis einer Verhaftung hätte womöglich dieser Anschlag verhindert werden können. Also das ist die Tragweite, von der wir hier gegenwärtig sprechen. Er hat den brisanten Vorgang enthüllt, der vom Senat eingesetzte Sonderermittler und pensionierte Bundesanwalt Bruno Joost. Der fand heraus, dass Mitarbeiter des Landeskriminalamts mutmaßlich im Nachhinein Akten fälschten, um Fehler und Verantwortlichkeiten im Fall Amri zu vertuschen. Die fraglichen Dokumente, Auswertungen der Telefonüberwachung von Anis Amri. Seit Frühjahr 2016 hatte Amri hier Monate vor dem Anschlag in einem Neuköllner Café bei einer Schlägerei mit konkurrierenden Dealern in der organisierten Drogenkriminalität mitgemischt. Amris bandenmäßiger Drogenhandel wäre Grund genug gewesen für einen Haftbefehl.
aufgefallen bei der Telefonüberwachung und am 1.11.2016 sorgsam notiert, 7 Wochen vor dem Anschlag. Nur unternommen wurde nichts. Brisant, nach dem Anschlag verschwand der Vermerk und wurde offenbar durch einen vergleichsweise harmlosen ersetzt. Demnach soll sich Amri nur als Kleindealer betätigt haben. Um es jetzt klar zu sagen, auf der Grundlage des Straftatbestandes gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln wäre eine Verhaftung von Anis Amri wohl möglich gewesen. Kriminalität dem Landeskriminalamt? Gegen mehrere Beamte wird nun wegen Strafvereitelung zugunsten von Anis Amri und wegen Urkundenfälschung ermittelt. Schlimmer als die mutmaßliche Aktenfälschung, die verpasste Festnahme mit Folgen. 12 Menschen starben und weit über 60 wurden verletzt. Mit dem rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. und dessen Doppelleben als Asylbewerber hat sich heute der Innenausschuss im Bundestag beschäftigt. Die Nachricht mit Linda Zawakis. Die Abgeordneten des Innenausschusses untersuchen, warum der Schwindel dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht aufgefallen ist. Dessen neue Chefin Kort räumte ein, dass es bei Franco A.'s Verfahren Fehler gegeben habe. Derzeit prüft das Amt stichprobenartig 2000 andere Asylfälle nach. Nach Angaben der Bild-Zeitung sind die ersten 1000 Fälle inzwischen abgeschlossen. Bei 10-15% davon seien Fehler gefunden worden. Bund und Länder haben sich über letzte strittige Punkte der geplanten Autobahngesellschaft geeinigt. Damit ist der Weg frei für eine Reihe von Grundgesetzänderungen, die die gesamten Finanzbeziehungen neu regeln. Wer hat künftig die Hoheit über rund 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland? Schon die Frage zeigt, welch gewichtige Details hinter dem Gesetzespaket stecken. Vor allem die SPD sorgte sich, dass Fernstraßen über den Einstieg privater Investoren der öffentlichen Hand entgleiten könnten. Diese Skepsis gegenüber der Union überwog bis zum Schluss. Bundesautobahnen müssen im öffentlichen Eigentum bleiben. Sie gehören den Bürgerinnen und Bürgern. Die haben sie schon mal bezahlt. Die sollen sie jetzt nicht im Zuge von Privatisierungen ein zweites Mal bezahlen. Bayern setzte derweil durch, dass Planung und Unterhalt von Fernstraßen auch weiterhin regional organisiert bleiben können. Dass diese Strukturen auch erhalten werden können durch die Möglichkeit von bis zu 10 regionalen Tochtergesellschaften der Infrastrukturgesellschaft, das ist die Basis dafür, dass auch diese gute Arbeit in Bayern fortgesetzt werden kann. Wichtig schien den Koalitionären, das komplexe Paket zum Länderfinanzausgleich in dieser Wahlperiode abzuschließen. Die vielfachen Verfassungsänderungen dafür sollen nun rasch ausgearbeitet werden. In Deutschland gibt es fast 300.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige zu wenig. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet. Demnach ist der Mangel vor allem in Westdeutschland zu spüren, mit etwa 260.000 fehlenden Betreuungsplätzen. In den neuen Bundesländern sollen es mehr als 30.000 sein. Die größten Betreuungslücken klaffen offenbar in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Annegret Kramp-Karrenbauer ist als Ministerpräsidentin des Saarlandes wiedergewählt worden. Im Saarbrücker Landtag stimmten 41 von insgesamt 51 Abgeordneten für die CDU-Landesvorsitzende. Das entspricht allen Stimmen, die die schwarz-rote Regierungskoalition auf sich vereint. Die CDU war bei der Landtagswahl Ende März klar stärkste Kraft vor der SPD geworden. Auf dieser Weltkugel hier können Sie sehen, wie viele Cyberangriffe sich gerade in diesem Moment auf dem Erdball ereignen, veröffentlicht auf der Internetseite MalwareTech. Es ist also fast schon alltäglich, dass sich Kriminelle in fremde Systeme hacken. Doch noch keine Attacke war so groß wie die vom vergangenen Wochenende. Da blinkte diese Kugel fast überall lichterloh. Etwa 300.000 Rechner waren weltweit betroffen. Und das lässt erahnen, was alles passieren kann. Geschickte Hacker könnten ganze Regierungen ausspionieren oder große Krankenhäuser ganze Städte lahmlegen. Um dies zu verhindern, versuchen die Behörden, alle Sicherheitslücken zu schließen, stehen dabei aber vor einem großen Dilemma. Michael Grütz berichtet. Ziemlich beschaulich zwischen Regierungsviertel und der Nordsee liegt Europol. Kaum zu erkennen, unter welchem Hochdruck und unter welchen zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sie hier zurzeit arbeiten. Innen dürfen wir kaum Bilder machen. Die Cybercrime-Abteilung EC3 beobachtet seit längerem Cyberangriffe mit Lösegeldforderungen. Die Qualität des aktuellen Falls aber ist neu.
WannaCry ist die größte Cyberattacke, die wir global bisher gesehen haben. Und wir können noch nicht das Ausmaß absehen und welche Effekte es auf die Wirtschaft hat, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Es ist bislang eine sehr komplizierte Untersuchung und ich würde jetzt überhaupt nicht über die Urheber spekulieren wollen. Das sind Archivaufnahmen einer Cybercrime-Ermittlungsgruppe bei Europol. Die aktuellen Ermittler dürfen wir nicht zeigen. Den Vorsitz einer gemeinsamen Taskforce hat zurzeit Deutschland. Wir sprechen hier über Cybercrime als Dienstleistungsgeschäft. Wir sehen Spezialisten, die im Cybercrime-Ökosystem herrschen, ob es sich um Codierungen handelt oder Schadprogramme im Zusammenhang mit Geldwäsche. Wir sehen, dass alles online erhältlich ist als Teil eines kriminellen Netzwerkes. Der US-Geheimdienst NSA verfügte über Schadsoftware, mit der er eine Sicherheitslücke bei Microsoft nutzen wollte, um an vertrauliche Daten zu kommen. Doch Hacker kamen in Besitz dieser Software, die Folge die WannaCry-Attacke. Als hätte man der Armee einen Marschflugkörper gestohlen, so drastisch schilderte der Chef von Microsoft den Fall. Der Vorwurf, statt Sicherheitslücken zu schließen, nutzten die Behörden sie bewusst für sich selbst und ihre Ermittlungen. Das ist natürlich der Albtraum. Der Staat nimmt Steuergelder, kauft solche Sicherheitslücken. Und eben solche Sicherheitslücken kann er dann nicht geheim halten, solche Cyberwaffen. Und sie können von Kriminellen genutzt werden, um unser aller Kommunikation lahmzulegen oder abzuhören. Das ist natürlich, was überhaupt nicht passieren darf. Gerade hat die Bundesregierung eine neue zentrale Stelle für Informationstechnik eingerichtet. Die Aufgabe, technische Werkzeuge und Programme gegen Terrorismus, Cybercrime und Cyberspionage entwickeln und Verschlüsselungen enttarnen. Das geht deutlich weiter als die Aufgaben, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bislang hatte. Doch deren Arbeit allein reicht der Bundesregierung offenbar nicht mehr aus. Europols Cybercrime-Zentrum will die Urheber der Attacke ausfindig machen und arbeitet zudem an einem Programm, um die gestörten Computer wieder in Gang zu bringen. Das wollen sie dann unter nomoreransom.org veröffentlichen. Die Zeit drängt. Die Werkzeuge des Angriffs können auch andere Cyberkriminelle nutzen. Und wir könnten in Kürze Nachahmerattacken sehen. Und deswegen arbeiten sie hier weiter unter Hochdruck. Den digitalen Gefahren zu trotzen wird immer schwerer, nicht zuletzt, weil es Feinde sind, die man schließlich selber rief. Die Gesichtserkennung per Computer gehört auch zu den Errungenschaften der modernen Technik. Aber nun gehen Wissenschaftler noch einen Schritt weiter und haben eine Methode entwickelt, mit der erkannt werden kann, welche Gefühle ein Mensch offenbart. Mit 4 Millionen Gesichtern wurden Rechner gefüttert, damit die im Ergebnis nun registrieren können, ob ein Mensch fröhlich, zornig oder vielleicht entspannt ist. Die Kunst, Glück oder Unglück nachzuempfinden, ist nicht mehr nur dem Menschen vorbehalten, sondern fortan einfühlsamen Computern. Über die Vermessung der Gefühle und wie die unser Leben verändern wird, ist der Neumeier. Guten Morgen, David. Du siehst müde aus, gestresst. Blue Sky, das selbstlernende System im Tatort, erkennt sofort, die Hauptfigur ist concerned, beunruhigt. Was nach Science Fiction aussieht und die Tatortkommissare staunen lässt, gibt es allerdings bereits tatsächlich. Am Fraunhofer Institut in Erlangen beispielsweise haben sie Shore entwickelt, eine Software, die den Gemütszustand erfasst. Wir erleben gerade einen großen Aufbruch im Themenfeld Effective Computing. Das ist eben die maschinelle Verfügbarmachung von menschlichen Emotionen. Speziell bei uns geht es im Schwerpunkt darum, die Emotionen noch subtiler zu erfassen und noch genauer zu erfassen. Und letztendlich wollen wir irgendwann auch ein gestelltes Lächeln von einem echten Lächeln unterscheiden können. Maschinen, die Emotionen erkennen. In der Medizin etwa könnte das Menschen helfen, wenn sie sich nur noch über Mimik äußern können, erklären die Wissenschaftler. Vor allem aber interessiert sich gerade die Wirtschaft für die Gefühlserkennung. Weltweit ein Milliardenmarkt, schätzen Experten. Auf zahlreichen Werbebildschirmen der Republik sind die Kundendetektoren bereits installiert. Auch bei der Post. In rund 100 Partnerfilialen wird gescannt. Blitzschnell wählt das System gezielt Werbung aus, passend zum Kunden. Gefühle könnte es auch erfassen, doch bislang nutzt die Post diese Option nicht.
als Post erhalten Diagramme jeden Tag über die Kundenfrequenz, wie viele Kunden waren in der Filiale. Und wir können sagen, so und so viele Kunden waren weiblich, so und so viele Kunden waren männlich und die ungefähre Altersspanne. Hinter dieser Analyse steckt AdPack, eine Anwendung der Berliner Firma IDA Indoor Advertising. Die Geschäfte laufen gut, die Kunden kennen offline. Ein klarer Wettbewerbsvorteil wirbt auch das Startup Pyramix. Die Nachfrage kommt aus vielen Branchen. Wer, das darf die Firma nicht sagen. Sie zeigen uns aber, wie es funktioniert. Sensor und Software vermessen mein Gesicht. Geschlecht, Alter und laut System bin ich mehr oder weniger happy. Die Smile-Auswertung zeigt, wann wie viele Frauen bzw. Männer bei einer bestimmten Werbung gelacht haben. Happy, angry. Die Jungunternehmer wollen künftig noch mehr Gefühle erkennen. Das Faszinierende an diesem optischen System ist, dass man grundsätzlich alles erfassen kann, was der Mensch auch erfassen kann. Also gerade bei Personen haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel die ethnische Herkunft zu erfassen, die Haarfarbe, aber auch, ob eine Person sportlich ist oder nicht. Es soll auch darum gehen, zum Beispiel den Kleidungsstil zu analysieren und sagen zu können, ob eine Person eher wohlhabender ist oder eher nicht. Ein Blick in die Seele der Kunden, ohne deren Wissen. Die Bilder würden zu keinem Zeitpunkt gespeichert, versichern die Firmen. Niemand könne identifiziert werden. Dennoch, die Datenschützer von Bund und Ländern sind alarmiert. Der Einsatz von Kameras zu Werbezwecken ohne Einwilligung der Kunden in der Regel nicht zulässig. Das Problem sei aber noch viel grundsätzlicher. Es gibt hier die Gefahr der Enteignung der Gefühlswelt von Betroffenen durch den Algorithmus selbstlernender Maschinen. Wir befinden uns da in einem Bereich, den wir absolut ernst nehmen müssen. Im schlimmsten Fall gerät dieses System dann insoweit außer Kontrolle, als man gar nicht mehr überwachen kann, was denn einzelne Anbieter, die dieses Modell dann oder diese Software dann einsetzen, von dem Einzelnen erheben. Es brauche klare Regeln, schnell. Das Gefühlsleben wird öffentlich, scheinbar nicht nur im Tatort. Beim Blick in die Gefühlswelt der CSU dürfte man heute zufriedene Gesichter gesehen haben, denn die EU-Kommission hat das Verfahren gegen Deutschland wegen der Pkw-Maut eingestellt. Nochmal Nachrichten mit Linda. Die EU-Kommission billigte die geänderten Pläne, die Bundestag und Bundesrat im Frühjahr verabschiedet hatten. Brüssel sieht nun keine Diskriminierung von Ausländern mehr, unter anderem, weil die Kurzzeitvignetten günstiger werden sollen. Österreich kritisiert diese Entscheidung und will vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Die Dieselabgasaffäre bleibt für den VW-Konzern eine juristische Großbaustelle. Nun könnte es auch für Konzernchef Müller ungemütlich werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte Ermittlungen gegen den 63-Jährigen. Es geht um Müllers Rolle beim VW-Haupteigner Porsche SE. Neben dem VW-Chef wird auch gegen Finanzchef Pötsch und Ex-Chef Winterkorn ermittelt. Sie alle hatten im September 2015, als der Dieselskandal aufflog, auch Posten bei der VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Der Vorwurf lautet Marktmanipulation. Dass die Manager, die hier wie dort Funktionen hatten, nichts gewusst haben sollen, sei unglaubwürdig. VW und Porsche wiesen die Anschuldigungen unisono zurück. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart folgt einem Anfangsverdacht der BaFin, Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht. Sie sieht von VW und auch Porsche die Ad-Hoc-Meldepflicht verletzt. Heißt, Aktionäre müssen unmittelbar über Sachverhalte, die den Aktienkurs bewegen könnten, informiert werden. Hätten die Manager dies vorsätzlich unterlassen, drohen ihnen Haftstrafen oder Geldstrafen. Bei Fahrlässigkeit hätten die Aktionäre wohl Anspruch auf Schadenersatz. Dessen Höhe würde sich an den Verlusten orientieren, die die Anteilseigner erlitten haben. In Deutschland summiert sich der Streitwert aller Anlegerklagen nach Einschätzung von Anwälten auf mittlerweile 10 Milliarden Euro. Und hier noch die Börsendaten. Die politischen Turbulenzen in Washington zeigen auch an den Börsen Auswirkungen. Nach dem größten Tagesverlust in diesem Jahr schloss der DAX in Frankfurt bei 12.632 Punkten. Auch der Dow Jones ging in New York mit deutlichen Verlusten aus dem Handel und schloss bei 20.606 Punkten. Voilà! Die Kulisse für großes Kino, der Prachtboulevard Croisette in Cannes. Dort beginnen heute die 70. internationalen Filmfestspiele um die Goldene Palme, deren hochklassig besetzte Jury Regie-Altmeister Pedro Almodovar leitet. Der Spanier hält viel vom klassischen Kino und genau deshalb diesmal nicht die Klappe. Zitat: Die Größe der Leinwand, auf der du einen Film siehst, sollte nicht kleiner sein als der Stuhl, auf dem du sitzt. Diese kleine Bösartigkeit
Artigkeit richtet sich gegen den Internet-Streaming-Dienst Netflix, der erstmals mit Produktionen am Wettbewerb teilnimmt. Nur, die Netflix-Filme sollen gar nicht ins Kino kommen, sondern eben bei Netflix laufen. Sieht so die Zukunft des Films aus? Muss nicht, aber kann. Alice Fröder. Seit 70 Jahren dasselbe Bild. Jeden Abend schreiten während des Festivals die Stars über den roten Teppich. Glänzende Abendroben und Männer im Smoking oder mit Fliege. Die Jury, darunter in diesem Jahr auch die deutsche Regisseurin Maren Ade und die Stars des Eröffnungsfilms Charlotte Gainsbourg und Marion Cotillard. Ismaels Geister, ein Film über einen fest liierten Regisseur, der sich wieder in seine ehemalige Frau verliebt. Es ist wie immer, doch noch nie waren die Filmfestspiele so gesichert wie in diesem Jahr. Nach dem Terroranschlag im benachbarten Nizza 2016 wurden die Sicherheitskontrollen noch einmal verstärkt. Mehr als 500 Überwachungskameras überall in der Stadt. Doch Filmfans und Filmbranche nehmen es gelassen. Alles wird sich in den nächsten Tagen um diese goldene Palme drehen, die extra zum 70. Geburtstag mit Diamanten besetzt wurde. Damals, als alles anfing, sah es weniger glamourös aus. Alles war klein, intim und man kam den Stars ganz nah. Aber auch schon damals handfeste Skandale. Die Zensur schritt ein, als Anita Ekberg in La Dolce Vita aus dem Trevi-Brunnen steigt. Das Festival in Cannes war damals die Explosion der Kreativität, der Freude, der Party, der schönen Frauen, der Nacktheit mit dem Strand und seinen Palmen. Ein bisschen davon hat sich ins Heute rübergerettet. Aber hinter den Kulissen läuft jetzt ein anderer Kampf. Kinoleinwand gegen das Streamen im Netz. Zum ersten Mal laufen zwei Filme im Wettbewerb, die vom Streamingdienst Netflix produziert wurden und auf Fernsehen und Computern gezeigt werden sollen und nicht im Kino. Ein kleiner Kulturkampf, doch der Juryvorsitzende macht eine klare Ansage. Die Größe der Leinwand, auf der du einen Film siehst, sollte nicht kleiner sein als der Stuhl, auf dem du sitzt. Man sollte sich klein und demütig fühlen vor dem, was man sieht. Ein leidenschaftlicher Appell für das große Kino. 19 Filme sind im Wettbewerb, darunter auch zwei Filme mit deutscher Beteiligung. So viel von der Côte d'Azur. Et maintenant, Monsieur Schwanke, wie wird's Wetter? Ich nehme diese Steilvorlage direkt auf, Karin, und biete die französische Antwort auf diese Frage. Das Wetter brachte heute immerhin 28 Grad in Cannes. Und dort wird es in den nächsten Tagen aber zu einer deutlichen Abkühlung kommen. Am Freitag nur noch gerade mal 20 Grad, bevor es am Wochenende langsam wieder bergauf geht. Blicken wir deshalb doch einmal, wie es bei uns in einheimischen Gefilden aussieht. Berlin, heute 26 Grad in Tegel. Donnerstag und Freitag 29 Grad. Allerdings dann kommt auch der Absturz und zwar deutlich stärker. Am Samstag nicht einmal mehr so 16 oder 17 Grad. Diese deutliche Abkühlung findet übrigens in der Westhälfte Deutschlands, dort wo es heute schon 30, 31 Grad gab, die findet dort morgen schon statt. Und die ersten Vorboten dieser Abkühlung, die sehen wir am Ende dieser Nacht, morgen früh, so zwischen 4 und 6 Uhr im äußersten Westen. Von der Eifel Richtung Aachen könnte es dann die ersten Gewitter oder Regenschauer geben. Ansonsten ist die Nacht noch sternklar, sie ist ruhig und sie ist auch relativ mild. Die Temperaturen liegen verbreitet bei 12 bis 18 Grad. Morgen Vormittag breiten sich dann Schauer und Gewitter im gesamten Westen langsam aus. In der Mitte zeigen sich erste Quellwolken. In der gesamten Osthälfte scheint hingegen erneut die Sonne. Am Nachmittag bildet sich eine zweite Gewitterlinie. Und zwar genau in der Mitte unseres Landes. Vom Alpenrand hinauf bis nach Schleswig-Holstein. Und auf diese zweite Gewitterlinie müssen wir achten, vor allem morgen Abend, so zwischen 19 und 24 Uhr. Denn dann gibt es teils unwetterartige Gewitter, vor allem in zwei Regionen. Zum einen vom Allgäu und dem Ammergebirge bis hinüber nach Mittelfranken. Und die zweite Region von der Lüneburger Heide hinauf nach Schwerin und Wismar, ebenfalls nach Lübeck, Fehmarn und Kiel. In genau diesem Dreieck wird es morgen Abend wahrscheinlich die kräftigsten Gewitter und eben wie gesagt, Platzregengüsse, Hagel, alles kann dabei sein. Genau das wird es dort geben. Die Temperaturen übrigens östlich dieser Gewitterlinie noch einmal heiß. Morgen bis zu 30 Grad, im Westen jedoch nur noch rund 20 Grad. Der Wind weht meistens aus südlichen bis westlichen Richtungen. Kurz noch die weiteren Aussichten. Am Freitag noch mal 30 Grad im Osten, allerdings auch erneut starke Gewitter. Das Wochenende, ja, das hatten wir schon gesehen, überall eher
unter 20 Grad. Vielen Dank, Carsten. Und mit dieser Temperaturachterbahnfahrt verabschieden wir uns. Hier im Ersten diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen die Frage, was wollen Merkel und Schulz für Deutschland? Im Anschluss erwartet sie dann Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dahin.